geht es jetzt halt in was Konkretes. Wir haben 4 Startups eingeladen, die jetzt kurz pitchen, das heißt kurz ihre Geschäftsidee präsentieren. Nicht alle sind rein digital. Wir haben auch Social, aber auch Social sollten wir in der digitalen Welt vielleicht nicht ganz vergessen. Und wir würden einfach anfangen mit dem David Zikacek. Der David Zikacek kommt von Sira München GmbH, der Munich GmbH. Und was er genau macht, erklärt er euch am besten selbst. Ja, jetzt warte, ich stelle dich kurz um. So, Sira, welche helfen kurz hier? Ja, perfekt. Und dann genau. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier mein Startup Sira München vorstellen zu können. Ich möchte anfangen mit einem Satz von Edmund Stoiber, den wir vorhin gehört haben, der gesagt hat, dass sich Unternehmen auch in die gesellschaftliche Entwicklung einbringen müssen, künftig mehr in die gesellschaftliche Entwicklung einbringen müssen. Und wir haben mit Sira München ein Startup gegründet, das Unternehmen dabei unterstützt, diese Hürde sozusagen anzunehmen und wahrzunehmen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema betriebliche Kinderbetreuung, aber auf etwas neuere Art, als das bisher der Fall ist, und mit einer etwas neueren Zielgruppe als bisher. Den Status quo, den wir aus unserer Sicht vorgefunden haben, der ist nämlich noch nicht ideal. Wir haben immer noch eine Betreuungsquote deutschlandweit von ca. 1/3 der unter 3-jährigen Kinder, die in einer Krippe oder Kindertagesstätte betreut werden. Und in Bayern sind es sogar noch mal ein bisschen weniger als 1/3. Die Betreuungsplätze sind oft nicht bedarfsgerecht gestaltet, also das heißt arbeitnehmergerecht, weder von Öffnungszeiten noch von den Schließzeiten, angepasst an die Arbeitszeiten der Leute und ja, auch dann nicht in der Nähe des Betriebs, sondern ich muss als Eltern lange Fahrzeiten in Kauf nehmen und habe dadurch viel Stress. Was wir vor allem haben, wir haben kaum Konzepte für betriebliche Kinderbetreuung für kleine und mittelständische Unternehmen. Und das ist das Thema, dem haben wir uns angenommen. Was es daraus ergibt, ist natürlich Unzufriedenheit sowohl bei den Familien, die keine Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Karriere und Familie haben, bei den Unternehmen, die Leute verlieren, weil sie nicht schnell aus der Elternzeit zurückkommen oder keine passende Betreuungssituation oder Betreuungslösung finden, um in eine vollzeitnahe Beschäftigung zurückzukehren. Unsere Lösung sieht eben vor, dass wir diese Zielgruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen, also kleinen Unternehmen im Verbund, mittelständischen Unternehmen auch alleine solo, unterstützen beim Aufbau von Minikitas. Das ist ein relativ neues Konzept. Die sind schnell umsetzbar, für mittelständische oder kleine Unternehmen gut auslastbar, weil ich habe da 10 Kinder in der Betreuung, das heißt, es ist jetzt nicht so eine riesige Einrichtung, die ich auslasten muss. Ich habe eine sehr hohe Förderung, gerade in den Ballungsräumen. Und ich bekomme die eben auch in Ballungsräumen wie München jetzt zum Beispiel, wo ich bei einer großen Kita schon Probleme habe, die baulich unterzubringen, sehr gut unter, weil die Anforderungen auch an das Bauliche eben nicht ganz so hoch sind. Und sie sind bezahlbar für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das heißt, ich habe keine Luxusvariante, sondern es passt wirklich auch für Fachkräfte, zum Beispiel im Pflegebereich oder im Einzelhandel. Was machen wir dabei? Wir unterstützen Unternehmen eben von der Bedarfsanalyse über die Projektplanung und Umsetzung mit Beratung und Projektmanagementleistungen und übernehmen dann auch die Trägerschaft im laufenden Betrieb für so eine Mini-Kita. Das heißt, wir kümmern uns eigentlich, wir stellen rundum Sorglospaket von Unternehmen zusammen und nehmen denen die ganze Arbeit ab, die eben mit dieser betrieblichen Kinderbetreuung einhergeht. Was sind die Benefits für Unternehmen? Zum einen habe ich natürlich eine Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, also das Stichwort Employer Branding. Was kann ich machen, um zum Beispiel im Rekrutierungsprozess wirklich gute Leute zu bekommen und dann auch langfristig an mich zu binden, auch über eine Phase der Familiengründung hinaus, dass die bei mir bleiben, dass mir die nicht verloren gehen, dass ich keine hohe Fluktuation habe, die immer mit Kosten einhergeht. Schnelle Rückkehr aus der Elternzeit bedeutet natürlich auch immer eine Kostenreduktion, das heißt, ich habe keine Überbrückungskosten für Leute, die in die Elternzeit abgehen. Das Know-how geht mir nicht verloren, die Leute kommen schnell wieder zurück, weil ich ihnen eben einen guten Betreuungsplatz anbieten kann, der arbeitsplatznah ist und ja, das gut gestalten kann. Ich habe eine Stressentlastung für die Eltern, das heißt eine höhere Mitarbeiterproduktivität,
Allein in der örtlichen Nähe schon der Einrichtung sozusagen zum Arbeitsplatz. Ich habe keine langen Fahrzeiten, die eine erhebliche Stressbelastung für Eltern darstellen. Und natürlich ist es eines der besten Instrumente zur Frauenförderung und Diversity, die ich habe im Unternehmen, gerade um auch Frauen vollzeitnah in Beschäftigung zurückzubringen. Nutzen für die Gesellschaft, weil wir immer als Social Business gesehen werden. Das heißt, Social Business, wir haben natürlich eine klare Gewinnerzielungsabsicht, aber wir haben auch einen gesellschaftlichen Nutzen, den wir verfolgen. Und das ist eben dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und deswegen müssen wir auch immer zum Beispiel vor Investoren aus dem Bereich unseren gesellschaftlichen Benefit darstellen, unseren gesellschaftlichen Nutzen. Der ist natürlich zum einen im Bereich der Demografie. Das heißt, ich bekomme mehr junge Paare dazu, eine Familiengründung wieder in Angriff zu nehmen oder wahrzunehmen, weil ich eben keine Einbußen habe bei der Verfolgung meiner Karriere und beides unter einen Hut kriege. Das Thema Fachkräftemangel, ich schöpfe dieses Potenzial, gerade von berufstätigen Frauen, natürlich viel besser aus durch so eine Möglichkeit der betrieblichen Kinderbetreuung, indem ich die wieder Vollzeit an Beschäftigung bringe. Das spielt auch in das Thema Sozialversicherung ein. Wenn die natürlich länger vollzeitnah berufstätig sind, schnell aus der Elternzeit zurückkehren, dann habe ich deutlich höhere Sozialbeiträge, die gerade bei Frauen dann sozusagen in die Rentenkasse gezahlt werden. Und das Risiko von Altersarmut, was bei Frauen deutlich höher liegt, das reduziert damit. Und bei den Bildungschancen, natürlich jetzt auch durch die aktuelle Flüchtlingsdebatte wieder ein großes Thema. Bildungschancen beginnen in der Regel schon bei der Frühkindlichen unter 3 Jahren in der Krippe. Da kann ich schon einen guten Weg und eine gute Integrationsleistung setzen, einen guten Weg auf eine erfolgreiche Bildungskarriere und dann später auch berufliche Karriere geben. Ja, das ist unser Team, meine Kollegin Christina Rankabe, die kann mal kurz aufstehen, die ist auch mit da. Wir haben noch 2 Mitarbeiterinnen und ja, haben das Ganze 2012 gegründet, haben jetzt die ersten Projekte umgesetzt. Projektlaufzeiten liegen ungefähr so bei einem Jahr, bei größeren Einrichtungen auch länger. Darüber freuen wir uns besonders derzeit und künftig. Bitte ich auch den suggestiven Charakter dieser Frage zu beachten. Natürlich immer Unternehmenskontakte und neue Projekte, weil das meiste, was wir machen, geht tatsächlich über das Netzwerk. Also man kann da wenig Kaltakquise oder sowas machen, sondern es muss ein Unternehmen sein, das aktiv darüber nachdenkt und Lust hat, sowas umzusetzen. Wir sind aktuell gerade in der Akquise von einem Investor oder machen gerade eine erste Finanzierungsrunde mit einem Social Business Investor bzw. mit einer Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship, die uns da unterstützen. Medienkontakte und Berichterstattung, um das Modell und das Konzept zu verbreiten, helfen uns natürlich immer. Weil jeder weiß, dass Erzieherinnen auch da sind, Mitarbeiterinnen im pädagogischen Bereich oder Mitarbeiter im pädagogischen Bereich helfen uns auch immer. Wenn Sie noch Fragen haben im Anschluss, ich bin auch da und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Super Sache. Das heißt, was die Andrea Pfundmeier vorhin angesprochen hat, mit es ist schwierig, IT-Fachkräfte zu finden. Ihr bildet quasi so ein bisschen das Backbone für solche Startups, damit die auch IT-Kräfte in Zukunft finden können. Genau, also künftig, gerade kleine und mittelständische Unternehmen oder auch Startups sind natürlich nochmal deutlich mehr von einem Fachkräftemangel betroffen als große Konzerne und Unternehmen, die mit ihrer Reputation Leute anziehen können. Das heißt, bei BMW macht sich der Fachkräftemangel vielleicht dadurch bemerkbar, dass ich auf eine Stellenausschreibung statt 200 Bewerbungen nur noch 100 kriege und es halt aussortieren muss. Und bei einem kleinen Unternehmen oder bei einem Startup, wenn das eine kritische Position oder kritische Stelle wie in der Entwicklung ist, dann kostet mich das halt auch Zeit und viel Geld. Kann quasi wettbewerbsentscheidend sein. Kann, absolut, ja. Und mit der ganzen ganzen, sagen wir mal, sozialen Umfeld, das ist ja relativ viel, so Fördermittel und das ändert sich irgendwie gefühlt jeden zweiten Tag. Was ist so der aktuellste Hype, was ist der neueste Stand da, was Unternehmen ja, zu Kosteneinsparungen quasi helfen können mit eurer Lösung? Also der Betrieb ist generell immer hoch gefördert in dem Bereich, auch durch Trägerschaftsmöglichkeiten, die es jetzt gibt. Also da muss man als Unternehmen eigentlich in der Regel sehr wenig zuschießen, weil der eben durch Fördermittel gedeckt ist und es gibt jetzt auch für diese Mini-Kitas eine Investitionskostenförderung, wo ich eben allein schon 25.000 Euro für Investitionskosten, Umbau, Ausstattung und sowas
gerade in Ballungsräumen wie München decken kann. Super, wunderbar. Vielen Dank. So, dann waren wir jetzt bei unserem Sozialunternehmen. Dann geht es jetzt weiter in die Suchmaschinen.